Liegt da ein Käse in der Mitte? Auf sie mit Gebrüll! Oh, Kacke. Alter, es ist unnormal. Wirklich. Da könnte man übrigens gerade gut sehen, dass man die Projektile mit der Parade auch abwehren kann. Weil man mit der Parade einfach wirklich fast alles abwehren kann. Bis auf diese fetten Sprungangriffe dieser Bären. Hier liegt einfach ein fetter Käse in der Mitte. Alle prügeln auf Cassandra, aber sie verliert einfach keine Leben. Yeah! Leute, ich bin fast tot. Habe ich gar nicht geguckt. So, alle. Die Rüssel sind auch fertig. Toll, jetzt kriege ich meinen Käse nicht. Ich dachte, ich könnte ihn aufheben. Fragezeichen? Hier hinten waren wir noch gar nicht so richtig. Ey, verpiss dich, du Scheißküter. Ich habe keinen Bock auf dich. Ja, ja, zu spät. Er hat mich bereits gesehen. Oh, Alter, ich hasse es. Was ist das denn hier? Karte einer Ackerlandhöhle. Finn auf der kartenmarkierten Stelle. Was ist das denn für ein komisches Gebiet? Upsala. Kannst du mal kurz... Ey, schade, jetzt soll ich den Gegner, jetzt soll ich den Scheißhund gerade nämlich hier richtig einen auf wegschlitzen. Ey, ich hasse diese Scheißviecher, die einen hinterher gescheißert kommt, obwohl man keinen Bock hat, gegen die zu kämpfen. Die dann wirklich so kackend dreist über die ganze Map einen hinterherkommen, das habe ich schon mal gehabt. Regt mich schon fast mehr auf, als wenn ich nicht über einen Berg komme. Einfach hier noch. Wahnsinn. Überall sind hier Truhen, die man plündern kann. Alles nur so Kackstäbe. Ich hoffe mal auf irgendwelche Rüstungspläne, Waffenpläne. Aber nein. Das Spiel hat ja wie alles anders gesehen. Teil der Avar-Klinge. Was? Dragostein. Ach, Dragostein, langweilig. Boah, Stufe 2 Pläne. Elfenwurzel. Eisen, so. Hier ist immer noch alles neu. Gut, jetzt. Hier haben wir noch Tiefenpilz. Da haben wir noch Kristallsägen. Das hätte ich eigentlich mitnehmen sollen. Das ist alles Gebiet. Das sieht jetzt genauso aus wie von der Sturmküste, ne? In den ganz hinteren Gebieten, wo nix ist. Genauso wie hier. Außer eine Menge Dragostein und ein bisschen Tiefenpilz. Vielleicht gibt es hier nichts berührtes Dragostein vielleicht. Da gibt es sogar noch Sehenswürdigkeiten. Dämonen, Magier und Templer. Diese Flüchtlinge brauchen dringend Hilfe.
Haben wir das schon getan? Das hier ist wahrscheinlich irgendwie die Awak-Klinge oder irgendwie sowas. Die Tür der Strahlaxt, ach so. 4 Sehenswürdigkeiten fehlen uns noch. Na gut, wir können auch nach Redcliff. Wir können auch zu dem Drachengebiet. Da gibt es dann noch ein bisschen was. Da ist Valamar. Haben wir noch mal ein fettes Stück Gebiet hier hell gemacht. Dieser Schatten hier sieht komisch aus. Das ist aber so riesige Felswand, die einfach komplett dunkel ist aus Stein. Da hinten sind jetzt schon wieder diese komischen Typen, die gegen diesen Hund kämpfen. Weißt du was, Varric? Mach mal einen Super Secret Geheimangriff. Komm, man muss sagen, Varric kann gut zielen. Okay, schade. Ist das antivanische Feuer cool, Alter. Da mal Tiefenpilz. Eine Menge Baumwolle. Hat sich zumindest ein bisschen gelohnt. Jetzt möchte ich ganz gerne noch diesen kleinen schwarzen Furz auf meiner Karte da vollenden. Weil hier könnte ja auch noch was sein. Vielleicht ein ganz kleines verstecktes Ausrufungszeichen mitten in der schwarzen Suppe? Na? Elfenwurzel. Jump, jump, jump. Da waren wir schon, ne? Da haben wir noch mehr Kristallsägen. Ach, hier waren wir noch gar nicht. Diese Sehenswürdigkeit und so weiter. Pff, unglaublich. Plündern! Gehärteter Rundknauf. Ah, nee, ja, scheiße, es war kein Plan. Die Tür der Strahlaxt, Saga, Warmutter, bla bla bla. Die Waffe von Tür der Strahlaxt finden. Na, ja, jetzt haben wir's. Speerharnisch Beinschutz, ist zwar. Okay, Stufe 1. Bringt uns leider nichts. Es sei denn natürlich, die Reihenfolge, in der wir diese Pläne finden, variiert auch, je nachdem, welche Stufen wir haben. Das könnte natürlich noch sein. Bei den Runen ist es zum Beispiel so, dass du zuerst halt die kleinen Runen findest, die schwachen Runen, bevor du erst die großen finden kannst. Du findest zuerst immer erst die Rune der Stufe 1. Die Frostrune der Stufe 1 zum Beispiel. Du findest sie immer zuerst. Egal in welchem Gebiet du bist. Selbst wenn du jetzt in einem hohen Gebiet bist, wo die Gegner alle Level 16 sind. Selbst dort findest du erst die erste Rune der Stufe 1, wenn du die anderen noch nicht gefunden hast. Das sollte man sich auch noch merken. Deshalb also, bei dem Thema Runen ist es scheißegal, wie weit du bist. Es ist wichtig, dass du bereits die ersten Runen auch schon alle gefunden hast. Das Einzige, was geblieben ist, sind die Plätze, wo die Runen spawnen, wo die sind. Also das, dieser Platz ist geblieben. Wir haben jetzt da in der Sturmküste, da ganz hinten bei diesem Wasserfall, haben wir ja die Frostrune oder die Feuerrune gefunden, irgendwie sowas. Und die ist da halt immer. Die Stufe ist halt, wenn wir jetzt eine Stufe 2 gehabt hätten, wäre dort die Stufe 3. Wenn wir die anderen zwei bereits hätten. Wenn die anderen. Also was? Bring den Brief des Jägers zu seiner Familie. Der ist da oben? Und dann sehe ich auch erstmal keine weiteren Quests mehr, oder? Wir haben die Risse soweit alle fertig. Puh, meine Hand schwitzt. Boah, so scheiße warm. Das gedämpfte Flüstern. Ich weiß nicht, ob wir dorthin dürfen. Ich speichere vorher und wenn wir Kacke bauen, lade ich. Ach ja, und die Emissären, die wir noch brauchen. Stimmt ja. Bei der Wegkreuzung.
Da gab es jetzt eine komische Magier-Tussi, die nicht bei uns mitmachen wollte, die gesagt hat, wieso sollte ich der Inquisition beitreten? Wenn ihr doch genau dasselbe macht, bla 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 bla. War ja so eine Tussi. Darum müssen wir jetzt erstmal dorthin, weil uns was fehlt. Dort bei dem Bauernhof konnten wir das jetzt nicht machen. Oder, besser gesagt schon. Gruppe wechseln. Jetzt müssen wir doch jemand anderen mitnehmen. Cassandra, Varric und dann statt Solas nehmen wir jetzt Vivienne mit. Die läuft zwar jetzt hier in ihren Abendklamotten rum, völlig ungeschützt mit den übelsten Billig-Lamer-Klamotten, aber die braucht natürlich jetzt auch nur zur Überzeugung. Denn, jetzt muss ich einmal gucken, wo die war. Müsste ich Fairbanks nicht. Fairbanks, Quatsch. Wie hieß der noch? Wie hieß der Typ hier? Corporon Vale. Müsste ich denen jetzt nicht noch sagen, dass jetzt hier alles fertig ist? Beeindruckend, wie ihr uns diese Banditen vom Hals geschafft habt. Das wird es deutlich leichter machen, die Flüchtlinge mit Vorräten zu versorgen. Gibt es noch? Einige der Leute haben Verletzungen, bei denen es. Mir ist bewusst, dass Heiler im Moment rar sind. Aber wenn ihr in Radcliffe jemanden auftreiben könntet, würde das zahlreiche Leben retten. In Radcliffe jemanden auftreiben? Namens Whittle vergeben. Und. Schönen guten Tag. Ist das jetzt als. Nee, das wird uns nicht angezeigt. Hatten wir damals den Leuten die Widder-Sachen gegeben? Es gibt ja hier eine Quest. Wo wir Standorte für Versorgungslager platzieren mussten. Oh Gott, dieser Widder, wo war der denn? Der war doch da hinten irgendwo, oder? Ah, ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her. Da, Widder. Leute frieren. Ich bin mir sicher. Sie leben. Ja. Finde 5 Vorratslager in Abtrünnigen. Oh, Kacke, das haben wir doch noch nicht gemacht. Ja, alles dafür, dass unsere Inquisition nur das Beste der Leute von Cedas wollen, ne? Cedas. Also haben wir doch noch nicht alle Quests hier fertig. Ich dachte, ich hätte das gemacht. Aber Nahrung haben wir den Leuten gegeben. Oh, wo war denn jetzt diese verdammte Tuss? Wo steht die denn rum? Die war irgendwo außerhalb, irgendwo in den Bergen drin, in so einer kleinen Höhle. Das auch nicht, auch nicht. Ja, Elfenwurzel. Ah, ich glaube, da. Das sieht gut aus. Da hinten ist ja so eine Höhle. Unter dem Schutze der Inquisition. Oder war das jetzt so ein Kackschatten? Okay, es ist zwar eine Höhle, aber nicht die Höhle. Verarsch mich nicht, Spiel. Wo ist diese verdammte Magierin? Diese verdammte Abtrünnige. Elfenwurzel. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Hier geht's doch auch wieder nur raus. Eisen. Alter, das ist nicht wahr. Wir sind doch hier in einer verfickten Wegkreuzung, Mann. Verwechsel ich das gerade mit irgendeinem anderen Gebiet? Wo ist denn die Alte? Die muss doch.
doch nicht deren fucking Ernst gerade hier. Wie verzweifelt kann man eigentlich sein? Ey, das regt mich auf, weißt du? In meiner Tempelerin habe ich die sofort gefunden, instant. Jetzt, wo ich sie suche, finde ich sie nicht. Junge. Kann ich euch helfen? Die Inquisition könnte die Fähigkeiten einer mächtigen Magierin. Ja, ach, da waren wir schon. Wenn ich andere töten wollte, hätte ja, ich das hat sie letztes Mal auch gesagt. Angeschlossen. Wieso sollte die Inquisition da besser sein? Aber die Inquisition ist unsere Chance, die Ordnung wiederherzustellen, Verzauberin. Ohne sie sind wir nicht besser als Abtrünnige. Madame Vivienne, Hofmagierin der Kaiserin von Orléans. Es ist mir eine Ehre. Und wenn ihr die Inquisition unterstützt, werde ich es ebenfalls tun. Ich stelle meine Fähigkeiten in eure Dienste. Gebt mir nur einen Moment, um alles zusammenzupacken. Man könnte sie vielleicht auch rekrutieren, wenn wir das arkane Wissen besitzen. Was man bei den Inquisitionsboni halt benutzen kann. Ansonsten halt helfen die Verbündeten aus. Darum finde ich auch dieses... Ja, der Flüchtlinge? Ich habe alles verteilt, was ihr gefunden habt. Ach so, okay, das mit dem Hungern. Okay, das war er. Okay, das haben wir schon. Aber das mit diesen scheiß Standorten fehlt noch. Oh, ich krieg's kotzen, Alter, dass ich da jetzt wieder überall hingehen muss. Vor allem, da war ich doch schon wegen der Lyriummine, die ich zerstören sollte. Ader, Lyrium-Ader. Soll ich, ja, weißt du, ja, reisen, zack. Okay, auf Reise, Punkt, Punkt. Mein Müllerdring ist alle. Ich kann nichts mehr trinken. Gut, also, da sind jetzt... Jetzt müssen wir uns die ganzen Sachen der Abtrünnigen nehmen, die wir schon verscheucht haben. Hä? Alter, Cassandra, gehst du mal weg, Alter? Fliegst gleich aus der Gruppe, wenn du mich nochmal blockst. Da. Ort des Lagers kennzeichnen. Da haben wir ein Ohrlager gefunden. Jetzt gehen wir noch weiter da runter. Lager sein, nach denen wir für Whittle suchen sollten. Wenn wir das nämlich erfolgreich abgeschlossen haben, dürften wir, glaube ich, mit Corporal Vale nochmal reden, dass wir dann alles für die Flüchtlinge getan haben. Und das sorgt andernfalls dafür, dass Mutter Giselle, wenn wir nämlich sie um Rat bitten, wo es überall Probleme gibt, in welchen Gebieten, zählt sie einmal die Hinterlande auf, Kamwald zählt sie auf und Empress d'Orléans. Diese Gebiete zählt sie auf, dort gibt es Probleme, die wir... am besten nachgehen sollten. Und das ist jetzt zum Beispiel, das ist jetzt eins der Probleme von den Hinterlanden jetzt hier. Wenn wir die machen, können wir zu Corporal Vale und sagen, jupp, hier alles erledigt, die Flüchtlinge fühlen sich wohl. Weitere Vorräte für Rekrut Whittle. Und dann sagt Mutter Giselle auch automatisch, die Flüchtlinge in den Hinterlanden sind bestens versorgt und bla bla bla. Denke ich mal. Glaube ich. Sollte so sein. Laufe ich überhaupt hin? Ja, doch, richtig. Also wieder zurück zur Höhle, wo wir bereits waren. Ich glaube, das ist, ich glaube sogar in, genau in der Höhle, wo wir bereits waren, mit dem roten Lyrium, ist sogar die ganze Vorratsdingerlieferung drin. Das Vorratslager, was wir kennzeichnen müssen. Vivienne ist jetzt erstmal null geskillt. Die hat erstmal, ja, gar keine Fähigkeiten. Allerdings brauchen wir die jetzt auch gerade nicht zum Kämpfen. Die ist einfach nur beschmücktes Beiwerk. So wie die herumläuft mit ihrem Abendmantel. Ändert sich dann, sobald wir Stufe 2 machen. Das wird übrigens eine kleine... ja, eine kleine Ankündigung schon mal zu diesem Let's Play. Das werde ich so machen, wenn ich die Stufe 2 Rüstung schmieden werde und bearbeiten werde und kreieren werde. Das wird lange dauern. Wahrscheinlich über eine Stunde. Das werde ich alles in einem Part machen. Damit ich dann auch wunderschön diesen Part auch so benennen kann. Die Ausrüstung für uns der Stufe 2 oder irgendwie so bla bla bla. Dann wisst ihr sofort, das ist jetzt... Aha, das ist die Folge, wo ich eine Stunde dranhängen werde, irgendwelche Klamotten zu basteln.
Das werde ich dann später nochmal machen, mit der Stufe 3 Klamotten. Das wird dann nämlich auch nochmal richtig lange dauern. Und Stufe 4 Klamotten gibt es, allerdings sind die jetzt nicht so großartig besser als Stufe 3. Sie sind zwar als Stufe 4 von dem Spiel gekennzeichnet, allerdings sind sie nur minimal, nicht auch gar nicht mal wirklich besser als Stufe 3. Muss man sich drüber streiten. Zum Beispiel in den Harkons Fängen. Das DLC-Gebiet, das erste DLC. Dort gibt es Stufe 4 Rüstungen. Das sind veredelte Rüstungen. Die haben keinen besseren Rüstungswert, sondern sind nur ein bisschen besser in Sachen Verteidigungswerten, den man geben kann, zuordnen kann. Allerdings ist das schlecht, weil, wie gesagt, Verteidigung ist blöd. Ich möchte lieber Attribut haben. Attributrüstung. Laufe ich überhaupt richtig? Es ist wieder eine Höhle drin, ne? Eigentlich müsste ich mich unsichtbar machen, damit ich ein bisschen schneller bin. So, alle. Gleich wieder Level up. Das Gute ist jetzt, dadurch, dass ich jetzt den Flankenangriff eingesetzt habe, geht meine, meine Unsichtbarkeit unendlich lang. Also ist aber wenigstens mit dem Rumhüpfen hier besonders dann schneller unterwegs. Viel schneller. Vor allem halt mit dem Hüpfen, da merkt man das extrem, dass man dadurch viel schneller unterwegs ist. Ich werde ein ausgiebiges Bad brauchen, um diesen feraldischen Gestank loszuwerden. Oh Gottchen. Weißt du? Erinnert man sich noch an die Worte, was ich gesagt habe, dass ich Orlais Föhl scheiße finde, mit den ganzen Spießern da drin? Und so eine Tussi habe ich jetzt in meinem Team. Ich gebe so viele Rohstoffe. War ich hier überhaupt schon mal drin? Alter, alles blinkt hier auf meinem Radar. Ah, ich war hier schon. Die Kiste ist geplündert worden. Und kein nichts berührtes Eisen, kein nichts berührtes Dragostein, nichts irgendwie in der, desgleichen, nix. Wirklich nix? Ach. Na schade, es hat eine Reichweite, eine begrenzte. Ja. Muss ich... Na gut, da sind wir so schneller. Einen kleinen Tick schneller. Und wie gesagt, dann wird es auch wieder Folgen geben, wo wir dann die ganze Zeit am Labern sind mit unseren Gefährten, die ganze Zeit am Labern mit unseren Beratern, mit Kallen, mit Josephine, flirten, bla bla bla. Es gibt dann also immer wieder mal Folgen dazwischen, wo sehr viel gelabert wird mit den Leuten. Normalerweise, das kann man sich ja natürlich jetzt extrem vorstellen. Aber wenn man jetzt noch denkt, dass ich jetzt die ganzen Fragezeichen-Dialoge auch noch benutzen würde, ne? Dann hättet ihr wirklich jeglichen Grund zu sagen, oh Alter, das scheiß Gelaber, ist das dein Ernst, Mann? Aber ich halte mich ja schon... Ich weiß, dass es vielen Leuten wahrscheinlich auf den Sack geht, dieses Gelaber. Darum mache ich diese ganzen Fragezeichen-Dinger auch schon nicht. Sondern lass sie einfach vorspulen, einfach nur durchspulen, durchspülen. Im Schnelldurchlauf. Und länger als 3 Stunden will ich nicht aufnehmen. Darum war das der letzte Punkt. Wir gehen jetzt zurück. Die Flüchtlinge haben jetzt erstmal eine Menge Sachen zum... Ja, eine Menge Decken waren das ja, ne? Die, haben ja, die frieren ja. Die den Elementen ausgeliefert, der Kälte. Und wenn wir diese Quest jetzt abgeben, sollten wir dann mit Corporal Vale nochmal sprechen, damit wir dann die Flüchtlingen endgültig geholfen haben. Ist auch eine interessante Sache. Kommen wir gleich zu, warte mal. Falls das wirklich richtig ist. Wenn ich noch in der Stadt wäre, könnte ich einfach ein paar Decken stehlen. Ich habe einige Vorratslager der Abtrünnigen gefunden. Ich kann die Standorte für euch kennzeichnen. Ich werde mich mit ein paar Männern auf den Weg machen und die Vorräte abholen. Das wird beim nächsten Schnee nicht wenigen Flüchtlingen das Leben retten. Vielen Dank. Jut, den Elementen ausgeliefert. Und jetzt sollte Corporal Vale, glaube ich, sagen, ihr habt alles getan. Wunderbar, gute Arbeit. Tschüss. Allerdings, guck mal.
Man hat keine Quest mehr auf dem Radar hier. Keine Quest. Man geht ins Tagebuch, man klickt auf Hinterlande. Das ist jetzt die Karte, die wir gefunden haben. Das ist jetzt Redcliffe, bla bla bla. Und das ist jetzt die Requirierungen. Man hat hier keinerlei Hinweise darauf, dass man jetzt mit dem Typen nochmal sprechen muss. Wenn ich jetzt nochmal wiederfinde, heißt es. Wusste er überhaupt? Stand er nicht hier irgendwo? Nein. Ach mein Gott, ich komme nicht klar. Wo? Hä? Wo ist jetzt wieder Corporal Vale? Der steht doch irgendwo blöd auf so einem Berg rum. Alter, erst suche ich diese scheiß Magierin, jetzt suche ich den Typen. Ich hasse die Hinterlande. Nein, ich hasse die Oase. Hinterlande ist immer noch okay. Guck mal, jetzt finde ich die scheiß Magierin. Ja, jetzt finde ich diesen scheiß Corporal Vale nicht mehr. Ja, du hast was Schmackhaftes zwischen den Zähnen. Das ist sehr schön. Boah, da. Ich werde wieder ungeduldig langsam. Ich brauche dringend. Ich glaube, ich werde mir später eine Rüstung machen. Extra nur für das schnelle Durchqueren des Gebietes. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Da könnte ich nämlich hin und her switchen. Das ist überhaupt die Idee. Da benutze ich, glaube ich, eine Rüstung mit, dass die Verstohlenheit mir 75% oder 50% Schnelligkeit noch gewährt. Und dann renne ich da einfach durch. Hier geht's auch wieder nur raus. Ja, jetzt werde ich wirklich ungeduldig. Wo ist er? Oh, scheiße, das wäre cool gewesen. Ja, ja. Das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Alter, diese verdammte Wegkreuzung hier. Diese beschissene Wegkreuzung. Ich brenne hier alles. Ich zünde hier alles an. Ich lege hier Guardlock-Bomben hin. Guck mal, Tussi. Die ich zum 10. Mal jetzt bin. Guardlock ist übrigens Sprengpulver. Und zwar aus Kunari-Art. Willkommen zurück. Wo ist euer scheiß Corporal? Ich umrunde das Gebiet gerade. Kann das sein? Ich war hier schon. Ich laufe gerade im Kreis. Ungefähr das erste oder das zweite Mal jetzt. Der Typ ist doch irgendwo... Irgendwo geht's doch nach oben, wo er auf dem scheiß Hügel steht, Junge! Was ist daran so schwer? Wo ist der Hurensohn? Ich hasse dieses Spiel. Ich raste durch. Ich raste aus. Wo steht der Hurensohn? Da ist mein fucking Lager. Wunderschön. Ich will doch nur, dass... Das ist die letzte Quest. Danach will ich Schluss machen. Danach will ich ausmachen. Ich habe keine Ausdauer mehr, um meinen fucking... Pack deine Dolche weg. Da komme ich jetzt nicht rüber. Das wäre auch so gut gewesen, wenn ich jetzt rüberkäme. Es ist einfach nicht wahr. Es ist nicht möglich. Alpha-Wand. Alpha-Wand. Ernsthaft? Das ist mir fuck egal. Da geht's jetzt in der Mitte, wo das ganze Gemetzel war. Wegkreuzung. Ach, wir... Da steht er. Kann ich euch irgendwie helfen? Gibt es noch was? Einige der Leute haben Verletzungen bei denen. Mir ist bewusst, dass Heiler im Moment rar sind. Gebt. Ach so, jetzt muss ich erst in Redcliffe noch jemanden finden, der Heilung spendieren kann. Ich merke mir das. Da ist die Wegkreuzung, da von unten links. Eselsbrücke, irgendwie, das merke ich mir.
Wenn ich da nochmal hingehen muss, komme ich noch drauf zurück. So, also. Das nächste Mal, also, ich bin jetzt dann erstmal die Aufnahmesession, das reicht erstmal. Das waren jetzt, glaube ich, über 3 Stunden. Da habe ich erstmal wieder eine Menge zum Hochladen. Ich habe heute auch Urlaub, nein, kein Urlaub. Ich habe heute frei, morgen habe ich frei, deshalb kann ich auch wieder was bringen hier. Ein bisschen Content zu Dragon Age. Das nächste Mal also zu dem gedämpften Flüstern hin, um zu gucken, mit dem Kontakt mit den Malien aufzunehmen. Um zu hoffen, dass ich dann mich für die Templer trotzdem noch entscheiden kann, wenn ich da hochgehe. Deshalb, das nächste Mal dann also hier weiter. Ja, Lager ist noch wenig. Inventar ist noch leer. Wir müssen höchstens wie wir nochmal loswerden. Das werde ich ja wahrscheinlich in der nächsten, im nächsten Part, werden wir dann vom Lager aus hier starten und dann werden wir nach oben latschen zum Dings. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute, und man hört sich bis zur nächsten Aufnahmesession. Bis denn und Tschüss. Jessikowski. Ich hab Durst. Wo ist mein Eistee?